Ich freue mich, dass ich Ihnen heute an der Stelle in unserer Webinarreihe etwas zum Thema erfolgreicher Performance Support im Vertrieb aus einem Praxisbeispiel darstellen darf. Sie haben vielleicht gestern schon gelauscht zu den Themen von Herrn Uhde, Ergebnisse der E-Learning Benchmarking Studie oder vielleicht auch von meinem Kollegen Jens Japes, Performance Support, ein Trendthema. Ich möchte mit meinem heutigen Webinar Ihnen ein bisschen was erzählen aus einem realisierten Praxisthema und heute Nachmittag ein spannendes Webinar zum Thema Performance Support versus Training. Morgen gibt es auch noch eine entsprechende Webinarreihe und am Freitag natürlich auch noch. Sie sind herzlich eingeladen, sich auch diesen Themen zu widmen. Aber kommen wir mal zum Aufwärmen. Wir würden nämlich gerne wissen, mit welcher Rolle Sie denn heute hier so teilnehmen. Denn eigentlich geht es ja um Performance Support im Vertrieb. Ich habe jetzt gerade die Umfrage eingeblendet. Sie können einfach eine Auswahl treffen, welches Profil Ihrem am nächsten kommt. Ich sehe hier, die Teilnehmer stimmen schon fleißig ab. 60% der eingewählten Teilnehmer haben schon gewotet. Leider können Sie die Ergebnisse nicht sehen. Ich werde sie jetzt aber gleich für Sie alle zusammenfassen. Es gibt klare Tendenzen, und zwar 65% aller Teilnehmer, die heute hier im Webinar sind, zählen sich zu den Bereichen HR, Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung. 12% gehören dem Vertrieb, Verkauf, Account Management an und 17% der IT. Mit 2% Business und 5% andere, denke ich, kann man diese zwei Punkte relativ vernachlässigen. Vielen Dank dafür. Dann schließe ich die Umfrage und übergebe wieder den Bildschirm an meinen Kollegen. Ja, ich danke auch. Finde ich auch sehr interessant, diese Teilnehmerzahl. Danke für Ihr Voting. Ich möchte nochmal starten und referenzieren auf das, was Herr Uhde aus der E-Learning Benchmarking Studie gezeigt hatte. Eines der wesentlichen Ergebnisse ist, werden Sie effizienter? Und überraschenderweise finden wir auch auf dieser Folie wesentliche Themen zu den Punkten Vertrieb, Vertriebskosten senken, Durchlaufzeit im Vertriebsinnendienst reduzieren, klar, Verwaltungskosten auch reduzieren, aber und 6 neue Produkte. Ich vermute mal, es gibt noch viel mehr neue Produkte. Ja, das ist ja auch immer wieder ein Thema im Vertrieb. Wie bringe ich es denn dann entsprechend an die Dame und an den Herren? Ja, und mit der Forderung, werden Sie effizienter. Also das sind immer wieder Aufgaben im Vertrieb. Wir wollen jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen, dass wir alles besser wissen im Vertrieb. Ich möchte Ihnen einfach anhand eines gelebten Beispiels zeigen, wie es clevere, innovative Lösungen gibt, um eben das Beste aus dem Vertriebsteam herauszuholen. Mal ganz banale Fragen, die immer wieder auftauchen. Ja, glauben Sie denn, dass es möglich ist, Vertriebsvolumen, also für Umsatz zu steigern, um mehr als 20% zu steigern und auch neue Verträge um mehr als 40% oder um mehr als 40% Abschlüsse zu erzielen? Ja, das alles in einer sehr kurzen Zeit, also zum Beispiel 6 Monate. Ja, und wenn man den neu generierten Umsatz einfach mal nimmt, man hat natürlich auch Kosten, Aufwendungen dazu, um das entsprechend zu realisieren. Dass dieser Aufwand in einem Rahmen von 10 bis 20% des neu generierten Umsatzwachstums liegen kann, sind tolle Zahlen für jeden Vertriebsleiter, für jedes Unternehmen sehr attraktiv, wird oftmals gar nicht geglaubt, ja, weil das sind immer so diese Aufreißer, um selber Kunden generieren oder wieder Kunden generieren zu können, wenn man Vertriebscoach ist. Erstaunlicherweise, es gibt solche Beispiele und bei der AXA Winterthur, die haben das gemacht, die haben ein Programm, führen die durch, was ich Ihnen heute ein bisschen vorstellen darf, was eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist. So, wie wurden solche Zahlen, wie ich sie in den Blasen vorgelesen habe, wie wurden diese jetzt erreicht?
Sie sehen hier eine Verteilungskurve, die ist relativ üblich. Ja, es gibt ein großes Mittelfeld an an Mitarbeitern, die eben ihre Arbeit leisten, auch im Vertrieb, durchschnittlich gut. Es gibt die Low Performer, die gibt es auch immer mal wieder. Da gibt es dann unterschiedliche Gründe dafür. Gibt aber auch die entsprechende Neueinstellung, das heißt neue Mitarbeiter, die per se zu Beginn einfach noch nicht so viel Umsatz bringen können. Und Fokus auch, klar, sie haben Top-Performer. Ja, und diese Top-Performer, das ist ein großer Schatz im Unternehmen, der oftmals nicht gehoben wird. Aber wenn man diesen Schatz hebt und sich dessen bewusst wird, kann man mit einem cleveren Ansatz und so, wie es heute dargestellt wird, dafür Sorge tragen, dass die Organisation aus sich heraus selber lernt über die Top-Performer, dass die Performance des großen, mittleren Elementes der Mitarbeiter zunimmt, wächst, lernt nicht nur lernen, sondern auch umsetzen kann. Und mehr umsetzen können heißt auch mehr Umsatz. Und wenn Sie diese Kurve weiter nach rechts verschieben, werden Sie feststellen, da sind auch plötzlich noch zwei grüne Männchen aufgetaucht. Sie generieren zusätzliche Top-Performer. Und das ist ja das, was man im Unternehmen einfach auch haben möchte. Das Ergebnis dieser Maßnahme ist 28% mehr Umsatz, 42% mehr abgeschlossene Anträge und 16% mehr Top-Performer, die wurden entsprechend generiert. So, was sind drei wesentliche Erfolgsfaktoren in diesem Programm für eine bessere Performance? Ich habe schon etwas deutlicher auf die Top-Performer hingedeutet. Lernen Sie von den besten Verkäufern in Ihrem Team. Eine zweite wesentliche Säule ist, die Führungskräfte im Vertrieb zu Performance-Coaches zu bringen. Und was man auch nicht vergessen darf, den Zugang zu Wissensquellen vereinfachen. Lernen Sie von den besten Verkäufern in Ihrem Team. Was ist da ein interessantes Konzept? Wenn Sie im Vertrieb sind, aber es muss nicht zwingend nur im Vertrieb sein, aber wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem Vertriebsthema. Sie haben gegebenenfalls oder Sie können identifizieren durch Analysen in Ihren Systemen, was sind meine Top-Themen im Vertrieb, die adressiert, verbessert werden sollten, die ich unbedingt mit meinem Vertriebsteam angehen möchte, damit wir besser werden. So eine Liste können Sie generieren. Wäre Ihre Aufgabe. Sie werden in Ihrem, wenn Sie sich umschauen, können Sie herausfinden, welche Mitarbeiterinnen, welche Mitarbeiter ganz speziell zu einem Thema ein Top-Performer ist. Also die etwas eine Sache ganz besonders gut machen. Das kann sein Cross-Selling, das kann sein, wie spreche ich den Kunden richtig an, das kann sein, ich vergesse nicht den Abschluss zu tätigen und so weiter. Also Top-Themen, die Sie definieren, dafür gibt es Top-Performer in Ihrer Organisation und diesen Top-Performer, diese Top-Performerin, wählen Sie zum Themenexperten für genau dieses Thema, zum Beispiel Cross-Selling. Zu diesem Thema laden Sie den Top-Performer, die Top-Performerin ein und es wird ein Video gedreht zu diesem Thema. Die Person referiert für die Kollegen im Team in diesem Video, warum sie besonders gut in diesem Thema ist, was sie da besonders Gutes macht. Dieses Video können Sie dann zum Beispiel der Allgemeinheit im Unternehmen zur Verfügung stellen. Wenn Sie ein Kernthema haben, was Sie ganz besonders intensiv mit Ihrem Vertriebsteam voranbringen wollen, dazu erzeugen Sie ein sogenanntes Learning Nugget und der Top-Performer, die Top-Performerin benennen Sie für dieses Learning Nugget zum sogenannten Themenpaten.
Sie werden also nicht alle Themen Ihrer Liste, die Sie adressieren wollen, mit einem Learning Nugget ausstatten, sondern wirklich die Top-Themen, die für Sie ganz wichtig sind, die Sie nach vorne bringen wollen. So ein Learning Nugget besteht aus den folgenden Elementen. Es gibt wieder ein Motivationsvideo. Da geht es um den Aspekt, warum ist das für mich ein relevantes Thema, wieso soll ich mich damit befassen. Damit, wenn da so ein Learning Nugget durchgeführt wird, befasse ich mich als Vertriebsmitarbeiter im Vorhinein. Dann gibt es eine Einheit, die zum Beispiel im wöchentlichen oder monatlichen Vertriebsmeeting durch den Vertriebsleiter, die Vertriebsleitung durchgeführt wird. Das ist eine Einheit, die kleiner 60 Minuten ist, also ein wirkliches Lernen. Es geht nochmal darum, um was geht es hier überhaupt, was sind die Grundlagen, was soll ich hier, was lerne ich hier, die Vermittlung der Grundlagen, dann das wie tue ich das, ja, es wird auch geübt. Und dann gibt es den Handlungsauftrag, zu sagen, so, das haben wir jetzt gemacht, kurze Zeit, wir haben mal eine Stunde lang unseres eintägigen Vertriebsmeetings dazu gebraucht, um etwas Neues zu lernen oder nochmal zu rekapitulieren. Und jetzt kommt der Auftrag und das macht ihr jetzt in den nächsten 4 Wochen, in der nächsten Zeit. Und damit geht die Mannschaft wieder in den Alltag zurück und hat dann die Möglichkeit, zum Beispiel über Austauschmöglichkeiten, über eine Social-Plattform, sich untereinander auszutauschen, natürlich auch mit dem Themenpaten. Aber auch die Führungskraft ist dazu aufgefordert, genau zu diesem Thema wieder nachzufassen. Wie ist es dir damit gegangen? Wie erfolgreich war das? Einfach, dass ein entsprechender Transfer in den Arbeitsalltag stattfinden kann. So, das ist ein relativ kleiner Aufwand, ja, für die Durchführung mit einer erheblichen Wirkung. Sie können sich an die Zahlen erinnern, ja, was da mit so etwas möglich ist, weil es durchaus auch so ist, dass man eben sich nicht bewusst ist, was man denn schon alles Gutes und Großes im eigenen Team vorfinden kann, von den eigenen Top-Performern. In dem Fall wird dieses Wissen an die breite Mannschaft verteilt, geübt und nachgehalten. Ein bisschen klein, vielleicht auf dem Bildschirm, aber das wäre so eine Struktur von so einem Learning Nugget, ein spezielles Thema. Hier würde es Kunde auswählen heißen. Es gibt ein einleitendes Video, das wäre diese Motivationsgeschichte, warum soll ich das tun? Dann in der Veranstaltung selber auch nochmal animiert, worum geht es überhaupt, Übungen dazu und auch noch mein Abschlussvideo. In diesem Fall wurde das so gewählt, zu sagen, so der Top-Performer, der Themenpate, motiviert einfach nochmal das Team, so jetzt geht los und das ist gut, es entsprechend umzusetzen. Und Sie sehen hier, das sind unterschiedliche Materialien und Unterlagen, da komme ich gleich noch drauf zu. Diese Videos selber, die Sie gedreht haben zu diesem Thema für das Learning Nugget, aber auch vielleicht zu anderen Themen, die nicht zu einem Learning Nugget geworden sind, kann man in einem zum Beispiel benannten Vertriebsvideokanal in Ihrem Intranet zur Verfügung stellen, sodass ich mich informieren kann, einfach mal auch den Blickwinkel wieder öffnen. Was gibt es denn so Themen, was machen die anderen anders? Einfach um den eigenen eingetretenen Pfad auch im Vertrieb mal wieder zu verlassen. So, das Learning Nugget selber, haben wir ein bisschen was zu der Struktur gesagt, wie sowas aussieht. Ich habe auch schon gesagt, dass das zum Beispiel im Vertriebsmeeting stattfindet. Ja, das heißt, der Vertriebsleiter, Verkaufsleiter wird zum Performance Coach. Sie haben diese kleinen, also das eine Bild gesehen mit diesem Learning Nugget so an sich von der Struktur, da sind Elemente drin, darum muss sich der Vertriebsleiter, Verkaufsleiter nicht kümmern, das wird ihm bereitgestellt, es wird für ihn aufbereitet, er muss selber nicht viel lernen, hat in der Regel ja keine Zeit, da großartig viel Zeit zu investieren, um sowas vorzubereiten. Dafür gibt es Dienstleister wie die TTS, die sowas entsprechend aufbereiten können. Der Verkaufsleiter nimmt dieses Werkzeug, führt das Learning Nugget mit seinem Verkaufsteam durch und dabei wird auch wieder was gelernt, es kommt wieder was zurück, es gibt wieder was Neues für die Werkzeugbox für den Verkaufsleiter. Also auch hier ein sich ständiges Weiterentwickeln. Und solche Materialien für den Verkaufsleiter können so aussehen, also dass man einen Tischflipchart hat, einen Ablauf, wie läuft dieses Learning Nugget ab,
Präsentation und so weiter. Ja, also alles gut vorbereitet und professionell aufbereitet, sodass für den aktiven Vertrieb viel Zeit bleibt und wenig Zeit, um auch und dass man wenig Zeit investieren muss, um sich hiermit auseinanderzusetzen. Das die ersten zwei Elemente, Lernen von den Top-Performern in der Form wie dargestellt, dann, dass die Führungskräfte das entsprechend mit ihren Teams durcharbeiten und auch entsprechend nachhalten, ja, und unterstützen, dass das auch entsprechend umgesetzt werden kann. Und ein ganz wesentlicher weiterer Aspekt ist sofortiger Zugang zu Wissensquellen. Also ich kenne es zumindest persönlich so, dass sehr viel Zeit mit Suchen verbracht wird. Und das wäre schön, wenn es so wäre. Und jetzt mal zu meiner Frage 2. So, dann starte ich jetzt mal kurz die zweite Kurzumfrage und bitte Sie ebenfalls wie eben abzustimmen. Wie hoch schätzen Sie das Potenzial ein, durch weniger Suchzeiten mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit verwenden zu können, bei Ihrer Mitarbeiter, je nachdem natürlich, in welcher Position Sie selber sind. Es haben schon über 60% gewählt. Wir warten jetzt noch 10 Sekunden, bis auch die restlichen Teilnehmer sich entschieden haben. Aber es zeichnet sich auch schon jetzt ein sehr, sehr deutliches Bild ab. Wir warten noch 3-4 Sekunden. Alles klar, ich schließe die Umfrage. Und zwar 64% sagen, ein hohes Potenzial gibt es da noch zu heben. 30% sagen, naja, ein durchschnittliches Potenzial. Und 7% sagen geringes Potenzial. Also ich sag mal, fast alle Teilnehmer sagen, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Dann schließe ich die Umfrage und gebe wieder zurück an meinen Kollegen. Ja, vielen Dank für Ihre Antworten. Und das ist genau das, womit wir uns als TTS durchaus auch beschäftigen. Ja, und das ist ja auch Kernthema dieser Webinarreihe, Performance Support. Also wie ist es möglich, das Wissen, was im Arbeitsprozess benötigt wird, so schnell wie möglich verfügbar zu machen. Ja, es muss die richtige Größe haben, es muss die richtige Relevanz haben, es muss einfach verfügbar sein und es muss auch aktuell sein. Und es können zum Beispiel auch diese Videos sein, die wir gerade eben gesehen haben, diese Beispiele. Das heißt, wenn ich mich nochmal damit auseinandersetzen will, also ich habe irgendetwas in Erinnerung, meine Güte, wie war das nochmal, wie macht die Kollegin das beim Telefonieren, zack, kann ich mir dieses Video sofort nochmal abrufen, ich kann es mir anschauen und dann fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen und ich kann sofort umsetzen. Ja, ich muss kein eintägiges Telefonakquise-Training machen. Und ich lerne auch noch von jemandem aus der eigenen Organisation und ich habe die Möglichkeit, Feedback zu geben. Ja, also das ist so das, was wir in Richtung Performance Support hier sehen und was immer stärker unterstützt werden soll. Das muss nicht immer mit elektronischen Systemen gehen, aber in unserem Fall versuchen wir das auch mit unserer TT Performance Suite zu unterstützen. Das ist auch etwas bei benannten Kunden. Auch dort soll es entsprechend umgesetzt werden. Es gibt die zwei Kombinationen. Es gibt die sogenannte Portalfunktion. Performance Support orientiert sich am Geschäftsprozess, am Arbeitsprozess. Und wenn Sie hier genau drauf schauen, geht es um das Durchführen von eines Kundentermines. Ja, da geht es um das Vorbereiten, das Durchführen und das Nachbereiten. Das sind Kacheln, in die ich mich hineinklicken kann, um weitere Informationen zu bekommen. Natürlich bin ich an der Stelle auch aufgefordert zu klicken, aber es ist so strukturiert und dahinter sind so die Inhalte so gut aufbereitet, dass sie mich einfach weiterbringen. Ich finde zu den einzelnen Themen, wo ich mir unsicher bin oder wo ich etwas brauche, finde ich die relevante Information. Ja, ich kann das auch über den sogenannten Quick Access der TT Performance Suite mir suchen. Das ist ein kleines Hilfefenster. Ich zeige das mal nochmal auf der nächsten Seite. Prinzipiell ganz hervorragend erstmal geeignet für die Nutzung von IT-Anwendungen oder in der Nutzung von IT-Anwendungen, die es ja im Vertrieb auch gibt, CRM-Systeme und so weiter.
Ja, auch da ändert sich was, auch da will der klassische Vertriebler nicht viel Zeit mit verbringen, sondern er möchte schlicht und ergreifend einfach nur etwas ablegen, anlegen, Informationen rausziehen können und nicht lernen müssen. Und hier unterstützt diese kontextsensitive Hilfe zum Beispiel, indem alle Prozesse, alle Schritte schon eingegrenzt werden, kontextsensitiv, worin ich mich befinde und auch in der Granularität. Also das ist die Größe dessen, was an Wissen vermittelt werden soll, weil ich kann hier zum Beispiel nur eine Feldhilfe mir anschauen. Ich kann mir eine Führung eben durch die Applikation, durch den Prozess, die kann ich mir aufrufen. Ich kann mir aber auch ein erstelltes E-Learning dazu aufrufen, um über den gesamten Prozess zum Beispiel Auftrag anlegen oder Kampagne anlegen. Das kann ich mir hier alles abrufen, kontextsensitiv, da muss ich nicht lang suchen, es wird mir angeboten oder ich gebe es einfach mal schnell auch im Google-Fenster ein und wunderbar, da habe ich meine Informationen, wie ich sie brauche. Ich kann auch auf die Prozessebene gehen, da könnte ich wieder abspringen in diese Kachelsicht, die ich gerade eben gezeigt habe. Also diese Kombinationen sind möglich, da ist absolut freie Hand gegeben und das sind Elemente, wie sie heute gebraucht werden. Wir reden über Big Data und Smart Data. Das ist alles toll, bis es implementiert ist, ist viel Zeit vergangen. Es gibt Kunden, die gehen ganz, ganz schnell, ganz rasch neue Wege. Dieses Beispiel hier soll Ihnen zeigen, dass das möglich ist, wenn man sich wirklich auf den Weg macht, was Innovatives vorantreibt, clevere Lösungen findet, dann kommt man auch sehr schnell zum Erfolg. Und diese Erfolgszahlen, nur noch als weitere Information, die wurden wirklich real gemessen, weil man eine Testzeit für dieses Programm insgesamt gemacht hat mit zwei Teams. Ja, das eine Team hat dieses Programm genutzt, das andere eben nicht. Und die Erfolgszahlen, die gezeigt sind, konnten hier entsprechend nachgewiesen und nachgemessen werden. Auch ein Punkt, den Herr Japes in seinem Webinar schon angesprochen hatte gestern, bei Performance Support reden wir nicht darüber, dass wir eine Fähigkeit erlernen, sondern bei Performance Support reden wir darüber, dass wir in unserem Business-Prozess konkrete Ergebnisse erreichen können, KPIs. Ich wollte die englische Begriffsbezeichnung nicht nutzen, da komme ich schon ins Stottern. Genau, ein Online-Lexikon wäre jetzt vielleicht die Hilfe gewesen. Gut, das zu den Elementen bei diesem exemplarischen Performance Support im Vertrieb. Ja, Top-Performer, nicht vergessen, Fachexperten gibt es immer wieder. Mehr Richtung Coaching gehen als Vertriebs-Verkaufsleiter, aber vielleicht auch in anderen Bereichen. Ich persönlich bin absolut davon überzeugt, dass ein solches Konzept mit solchen Strukturen, solche Learning Nuggets, ob sie so dann aussehen oder noch ein bisschen anders gestaltet sind, mit so einem Informationsverteilung, aber auch einem Performance-Support-System wie die TT Performance Suite, dass das in breiter Fläche in jedem einzelnen Bereich anwendbar ist, nutzbar ist und sofort Nutzen bringt. Es geht nicht ums lange Lernen und riesige Investitionen, sondern es wirklich geht darum, etwas zu schaffen, was sofort eine Verbesserung bringt. Gut, das wäre eigentlich schon mein Teil gewesen. Nur die kleine Randbemerkung, dadurch, dass TTS sich hier als Qualifizierungsberater, Performance Support Beratungshaus auf dem Markt platziert, wenn Sie solche Themen anstoßen wollen, wenn Sie die Ideen haben, ich möchte in meinem Bereich, ich möchte in Richtung Performance Support gehen, ich möchte solche Ergebnisse erzielen, wie auch immer Sie die KPIs letztendlich definieren, ob es Umsatzzahlen sind, ob es weniger Retourenraten sind, ob es weniger Produktionsausschuss oder ist, da unterstützen wir Sie natürlich immer gerne mit unserem Beratungsportfolio. Das war der Verkaufsteil.